im Norden von der Josef-Liester-Gasse, hinunter zum Osten hin von der Kleingartenanlage Wolkersbergen und in weiterer Folge GZW, also die Versorgung damals und Krankenhaus Hitzing. Und in diesen Bereichen hinunter, im südlichen Bereich hinunter, haben wir hier die Siedlung Friedenstadt, die bis 1920 faktisch Wald war. Auch dieses Gebiet war Wald, wo kaiserliche Jagd betrieben wurde, wobei die Tiergartenmauer, die schon wesentlich früher gebaut worden ist, im 17. Jahrhundert, hier dieses Gebiet abgetrennt hat, dennoch war es hier Waldgebiet. Und erst 1919 hat man begonnen mit dem Architekten Loos, der gewählt bekannt ist, der damals die Stadtentwicklung hier vorangetrieben hat und hat hier ein Siedlungsgebiet geschaffen. Hier von dieser Anlage heute, das war ja sehr dicht bewaldet, es wurde gerodet. Und das war damals hier eine ganz schöne Größe, die wir hier haben. Und die Friedenstadt selbst ist im Besitz von durchwegs Privatbesitzer, Privatgrund mit privaten Wohnungen. Wir haben zurzeit, laut Volkszählung, sage ich jetzt einmal, 2004, wohnen hier ca. über 1000 Bewohner, also 1083 damals, 2004, und bei ca. 540 Wohneinheiten, die hier geschaffen worden sind, wo nur mal ganz kleine Flächen, nämlich vorne, wo der kleine Ring und große Ring, gibt es also eine kleine öffentliche Parkfläche, ganz ein kleines Stück lang, wo zurzeit noch öffentlicher Grund der Stadt Wien gehört, wobei die Straßen hier alles öffentlicher Grund ist und die natürlich vom Bezirksbudget finanziert werden müssen. Also wir haben im Bezirk auch das Problem budgetärer Natur, weil wir relativ viele Siedlungsgebiete haben und jetzt immer größere Probleme kriegen mit der Parkplatzsituation, weil einfach unsere Straßen relativ schmal gebaut sind, teilweise nicht mehr der Straßenverkehrsordnung entsprechend beim Parken. Dennoch versuchen wir hier das auszuloten. Jetzt kommen wir hinein in das Gebiet des Herndlwaldes. Herndlwald ist so, wir kennen ja alle, wie wenn wir weitergehen zum Abritschhaus. Ich kann hier einmal ganz kurz zeigen, ich habe hier die neueste Flächenwidmung mit, wo man vielleicht es erkennen kann, als erstens, wie sowas ausschaut und zweitens, was hier passiert ist. Ja. Weil es ja immer wieder Meldungen gibt, die unterschiedlichster Natur sind. Darf ich mal kurz reinbieten, dass ich das mal einhalten will? Also hier gibt es zwei Entwürfe, beide mitgebracht. Das sind von 2006 der Entwurf 2, der hier vorgesehen hat. Nur mal ganz kurz, das ist der sogenannte Rotdruck. Alle jene, die wissen, der Rotdruck ist jener Druck, der in die Öffentlichkeit gelangt und hier Einsicht genommen werden kann. Ja? Wenn man das anschaut, sieht man hier einmal sehr schön, das ist die Friedenstadt, ja, wo Bereich hier ganz Kleinigkeiten, hier sieht man natürlich Bebauungsbestimmungen sonderer Art, das ist hier alles festgelegt mit der Höhenbegrenzung und dergleichen mehr. Und jetzt sieht man hier, wo der Herndlwald beginnt und hier sind natürlich, das ist die Anlage vorne und hier sind jetzt das Wald- und Wiesengürtel bzw. Parkschutzgebiet. Ja. Und wenn wir jetzt den zweiten Entwurf hernehmen, und hier sieht man, dieses Gebiet hier, was hier schwarz umrandet ist, das ist Bauland, hier im Parkschutzgebiet. Das ist das Afritschheim und das ist die Fastanlage hier. Das sind diese Flächenwidmungen. Und hier hat die Stadt Wien wollen 35% Verbauung. Das würde diese Fläche in diesem ganzen Areal hier entsprechen. Das ist natürlich im Prinzip gesehen zur Größe des Areals eine Kleinigkeit. Da gab es massiven Widerstand im Bezirk von allen Fraktionen. Man wollte das nicht vergrößern und hat diesen Plandruck zurückgezogen. Ja. Auf das hinauf kam jetzt der neue Plandruck heraus, der dann beschlossen wurde. Und das ist der jetzt. Zwischenfrage stehen. Bitte? Darf ich Zwischenfrage stellen? Ja. Und kannst du das noch einmal aufmachen? Nehmen wir einen zweiten her, dann tun wir es leichter. Weil das ist der endgültige Beschluss. Auf wo wir jetzt stehen, ist das eine öffentliche Straße oder gehört das zum Heim dazu? Das gehört zum ganzen alten Plänen. Schau, da haben wir jetzt das eingezeichnet, dass hier, also, das wir da stehen jetzt hier. Ist das eine Straße oder nicht? Nein, das alten ist dem Stadtplänen ist das als Straße eingezeichnet. Nein, das ist also als Fußweg deklariert. Aha. Auch das hier sind Fußwege, auch sind innerhalb der Anlage Fußwege da drinnen eingezeichnet. Wenn Sie da sehen, Sie sehen ja dort die Bezeichnung APC, ja, das soll ein Fußweg sein, ein breiter mit 3 Meter.
der natürlich jetzt von der Forstverwaltung freizuhalten wäre, aber das wollen wir auch nicht. Wir wollen ja einfach wandern, kann man auch. Ja, es geht eigentlich da, weil das sind die ganzen Anrainer. Das sind die Anrainer, ja. Und da sieht man jetzt die BP-Bestimmungen, ja, dass da gewisse Höhenbeschränkungen drin sind. Das ist ein Siedlungsgebiet. Ja. Und das Einzige, was da noch hieß, ist das Herd, das Häusl da, das. Das ist von der Leinzer Tiergarten, Pförtnerhaus. Ja. Jetzt sieht man hier, dass hier zurückgestuft wurde auf einmal. Und jetzt bin ich gespannt, was weiter herauskommt. Man hat hier die Höhenbegrenzung mit 6 Meter wieder zurückgenommen auf 4,5 Meter. Ja. Das Afritschheim seinerzeit, was für Jugend gewidmet war, zu dem komme ich dann später noch einmal, wenn wir dort sind, hat 4,5 Meter Bauhöhe gehabt. Und wenn man 6 Meter baut, und das Dach dazu nimmt mit 3,5 Meter, dann sind wir halt auf 10 Meter, da sind zwei Geschosse. Ja. Und das war natürlich die Frage, ob das dann spekulativ verwendet wird. Weil auf der Gerüchtebörse war so, es hat ein Hotel hinkommen sollen, zuerst einmal. Dann hat man gesagt, na gut, machen wir eine alte Residenz privater Natur. Das war auch nicht das Ideale. Wir wollten eigentlich haben, dass das für Kinder und Jugendliche, so wie es eigentlich der Josef Afritsch wollte, erhalten bleibt. Auch mit Biotop da hinten und vor allem mit einem Sportplatz für Jugendbetreuung. Ja. Das will keiner, das ist so, weil das ist einfach finanziell anscheinend nicht lukrativ genug, sage ich einmal, auch nicht gewinnbringend zum einen. Und zum anderen gibt es doch Bürgerinitiativen hier im Bereich, in diesem Bereich drinnen, die nicht sehr erfreut wären, wenn da wieder irgendwas kommt. Obwohl ich sage, für Jugendliche sollte man das nicht außer Acht lassen. Weil wenn das weg ist, ist es weg. Also liegt diese Flächenwidmung drauf. Dazu kam noch, dass das ganze dieses Gebiet hier der Volkshilfe Österreich gehört hat, bis vor kurzem. Und die Volkshilfe Österreich hat zwar was zu tun mit der Wiener Volkshilfe, aber nur am Rande, hat keine Förderung mehr bekommen. Das Haus ist faktisch ab 75 den Verfallpreis gegeben. Und seit 2001 wissen wir, dass das Afritschheim einfach nicht mehr zum Sanieren geht. Es gibt also extrem viel Gutachten auf einer Volkshilfe, dass hier einfach eine Sanierung bei 70% verfallen ist, nicht mehr möglich erscheint. Und um realistisch zu sein und hier ein Jugendzentrum, also ein Jugendzentrum ist ein falscher Begriff, hier für Jugendstädte zu bauen, für Kommunikation, für Weiterbildung, für Fortbildung und Kongresse, so wie es einmal war, dann kann man einfach ohne einen Stock nicht auskommen. Weil die Fläche zu klein ist, die Baufläche, das geht sich nicht aus. Weil wenn die schlafen tut, ein Vortrag soll, ein Fest soll, das geht sich nicht aus, ein Kindergarten. Also das würde nicht gehen. Also das wird man sehen, wie es weitergeht. Vor allem ist hier ein Baurecht drauf. Die Volkshilfe Österreich hat bis 2028 hier ein Baurecht gekauft damals von der Stadt Wien und wollte das weiterverkaufen. Entschuldigung, wem gehört jetzt der Grund? Stadt Wien. Das ist seit vorigen Jahren wieder alles Gemeinde Wien. Ja. Von der Volkshilfe gekauft. Nur hier sehen Sie Wittmann SPK. Ja. Ja. Das ist Parkschutzgebiet und das ist Wald- und Wiesengürtel. Wenn Sie im Wald- und Wiesengürtel was angreifen, brauchen Sie nicht nur Umweltverträglichkeitsgutachten, Sie brauchen die Stellungnahme der Naturschutzbehörde, Sie brauchen vom Bund die Stellungnahme. Ja. Also hier, etwas zu bauen ist ausgeschlossen. Der Bereich ist Parkschutzgebiet, das heißt, in diesem Parkschutzgebiet gibt es die Möglichkeit zu bauen, genauso wie in Leinzer Tiergarten gebaut werden kann, wenn es öffentliche Interesse vorwiegend ist. Ja. Also alles, was da hier hinkommt jetzt, muss öffentliches Interesse überwiegen. Es kann nicht sein, dass man da privat ein privates Pensionisten hat. Aber ich sage, das kann ja, wenn es öffentliches Interesse oder Pensionistenhaus privat geführt wird oder nicht, ein Pensionistenwohnhaus ist immer öffentliches Interesse. Also das würde ich jetzt nicht so wegstecken. So, seit Februar wissen wir, dass diese Anlage geschlossen wurde. Das heißt, die Fastanlage, die 2000, damals die Namensgebung von der Fast geworden ist, wurde jetzt faktisch geschlossen und weil das Ganze der Stadt Wien zurückgegeben wurde, das gesamte Grund hier, den die Volkshilfe hatte, ist der Stadt Wien zurückgegeben worden. Und jetzt ist die Stadt Wien am Zug und Thema 69 ist die Grundstücksverwaltung. Wir werden weiter schauen, wie jetzt weiter sich das entwickeln wird. Zurzeit gibt es kein Projekt, derzeit ruht alles. Die Volkshilfe Wien hat aus finanziellen Gründen, weil es einfach keine Förderung mehr gibt, wir haben hier ca. bei 100 Tschetschenen, Afghanen und Kinder betreut. Zu denen kommen wir jetzt gleich hin, zu dieser Anlage.
Und jetzt in den Energieferien wurden die abgesiedelt, weil einfach die Häuser müssen saniert werden. Auf der anderen Seite wird das elektrisch beheizt, also die Kosten steigen enorm. Es gibt keine Förderung, weil dazu der Bund hat die Förderung abgedreht. Vor kurzem noch hat es geheißen, wir werden dort für Flüchtlinge mehr tun. Ihr kennt ja die Geschichte Weißkirchen, was Innenministerin da alles gegeben hat. Entschuldigung, im 14. draußen das Sonnenland, war das nicht auch so in der Richtung oder ist das ganz anders drin? Das ist ganz anders drin. Okay. Das ist ganz anders drin. Ja, das ist eine ganz andere Situation. Okay. Und jetzt ist so, jetzt werden dies hier, da sind jetzt Bebauungen, BB4-Bestimmungen drauf, die kann man jetzt auch nachlesen. Wenn es mir jetzt im Kopf vorgeht, glaube ich, sind jetzt 4,5 Meter Höhenbeschränkung. Ja, es darf nicht höher gebaut werden. Ob da einer jetzt da Interesse besteht, öffentliche Interesse, was herzubauen. Ich bin der Ansicht, wenn man das verbaut, dann soll es wieder so, wie es war, für Jugendkommunikation. Wir dürfen nicht vergessen, in diesem Bereich hier seinerzeit, um 1949 ist ja der Baubeginn gewesen. Da hat noch die Scherf, die Gattin vom Scherf, den Grundstein gelegt mit Afritsch. Afritsch war damals zuständiger Stadtrat in Wien. Und die haben damals also viel genau mit internationalen Geldern, sprich schwedischen Sozialdemokraten und Schweizer, dieses Haus errichtet. Und die haben damals gesagt, das ist auch für die Jugend international sehr wichtig gewesen. Es gab hier Treffpunkte von der Internationalen Freien Gewerkschaft, die hier Kongresse abgehalten hat. Es war hier das Treffen der Roten Falken, das war großartig. Und es gab hier für das Gustav-Adolf-Treffen von einem evangelischen Ja, und was ganz wichtig war, was die Leute gern vergessen, 1968, ja, wie dieser Prager Frühling war, ja, haben über 20.000 Tschechen hier oben am Sportplatz im Zeltlager am Platz gefunden. Die wurden von der Volkshilfe Wien und von den Kinderfreunden betreut. Es gab oben auch Tag des Kindes, in den 70er Jahren war Tag des Kindes. Es gab weiter dort also Jugendtreffen, und zwar für die österreichischen querschnittsgelähmten Kinder, gab es 4 oder 5 Großveranstaltungen dort internationaler Form. Also alles hat sich hier in diesen Abend. Ja, und dann waren ja ständig im Rahmen der Aktion Österreichs Jugend lernt Wien kennen, waren die Jugendlichen da untergebracht. Es waren auch Austauscher mit Italien sehr stark verbunden. Es waren die SWS-Kinderdörfer haben ihre Jugendlichen nach Wien geschickt, hier in diese Anlage. Und da wurde aber später diese Anlage zugebaut, damit man die untergebracht hat. Ja. Und das wäre sinnvoll, wenn man diese Form wieder finden könnte, dass man sagt, für Jugend. Es ist interessant, wenn Sie da nachschauen, der ganzen Chronik. Ich glaube, ich muss jetzt wirklich ein bisschen bei den Zahlen heraussuchen, aber ich schätze, dass er richtig liegt. Im 55er oder 56er Jahr, 1956, haben also damals die Freien Gewerkschaften gefordert. Also nicht nur, dass man den Fremdenhass irgendwie beseitigt, dass man die Bildung hervorantreibt, dass man die Integration fördert, die Sprache fördert, dass man die Jugendlichen hier zusammenfängt, ein Bildungszentrum hier weiter größer baut und so weiter. Das war die Forderung damals der Freien Gewerkschafter. Die haben sich aber damals im 49 Jahr zerstritten und dann hat sich eine neue Gruppe gebildet. Das waren die, glaube ich, internationalen Freien Gewerkschafter, die hier einen Kongress abgehalten haben. Und da habe ich gelesen, da sogar in der Linie 60 wurden Tafeln angebracht mit Hinweise zur Pfeil, Herndlwald, Afritschheim, zu diesem Kongress, was hier durchgeführt wurde. Also es gibt interessante Dinge hier. Das ist jetzt definitiv ist jetzt welches, was ist Bauland jetzt? Das hier? Ja. Das ist innerhalb der Bauflucht drinnen, da dürfen Sie aber nur 35% verbauen. Ja, und hier? Hier sind die festgelegt, die Bauplätze. Diese drei Plätze die sind drei Plätze, festgelegt. Wobei die Höhenbeschränkung drinnen ist. Das Bauland war ja immer drinnen, das ist ja nichts Neues. Das hat es ja immer gegeben. Ja? In Wirklichkeit schon die Fraktionen, die einzelnen, da haben sie einen Fußweg drinnen. Das sind die Fußwegbezeichnungen, die nur durchgehen. Ja, von Architekten. Und dieses Konzept sollte man hier in diesem wunderschönen Bereich beibehalten, sage ich mal. Weil das ist ja die Kulturstätte einfach. Sonst brauche ich ja keine Kulturstätte machen, wenn es dann nicht weitergeht. Also, ich will nicht wirklich das sagen, was man sich denkt.